Hallo Leute, ich bin der Miro und wie schon im letzten Leak-Video gesagt, Operation Chimera kommt näher und näher und dadurch kommen wieder die ganzen Leaks hervor. Und diesmal habe ich ein paar Skins für euch und zwar Pro League Gold Set Skins und noch einen relativ speziellen, den ich aber euch natürlich erst zum Schluss zeige. Von den neuen Pro League Skins wird es wieder 4 geben, wie jedes Mal. Es werden Blackbeard sein, der eigentlich ganz cool aussieht, bis auf seinen weißen Helm. Kavera, die mir echt gut gefällt. Dann als drittes Jackal, den ich aber generell schon vom normalen Design her nicht so cool finde. Und als viertes wird die von vielen von euch geliebte Ella ein Pro League Set bekommen. Und ich denke mal, darüber werden sich einige von euch freuen und dann dementsprechend auch zuschlagen und sich das Set holen. Und jetzt zum Schluss haben wir noch einen relativ speziellen Skin. Ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Also die Grundidee ist auf jeden Fall gut. Es ist IQ in irgendeinem Polizeitrainingsanzug. Also der Skin an sich gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Aber ich finde es gut, dass es kein Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg, Vietnam, irgendein Kriegsset ist. Aber sie trotzdem komplett anders aussieht als ihre Standardkleidung. Also man kann sie endlich mal anders anziehen. Was aber dann nicht in diesen Kriegsthemen ist wie die ganzen Elite-Sets. Also die Grundidee gut. Der Skin an sich für mich jetzt relativ hässlich, aber schreibt einfach mal eure Meinung dazu in die Kommentare und Links, Quellen und so weiter sind natürlich wieder unten in der Beschreibung angegeben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye bye und ciao.